Ich sag nichts, also. Guten Morgen alle zusammen. Heute ist der vierte Tag, also der 5. Februar. Und es ist jetzt 9.51 Uhr. Die anderen und ich sind jetzt schon seit ca. um 9 wach. Heute machen wir nicht so viel, weil wir nämlich nachher um 14 Uhr ins Inselparadies Selin wollen, also in das Schwimmbad. Und da bleiben wir bis, keine Ahnung, 20 Uhr, 21 Uhr, was weiß ich. Also es auf jeden Fall macht um 21 Uhr zu. Und deswegen, vielleicht bleiben wir so lange den ganzen Tag. Und ja, was ich an den Bildern schon gesehen habe, sah richtig cool aus. Wenn es mir gefallen hat, werde ich es in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr mal vorbeischauen. Und wenn ihr mal dann in Selin oder so seid, ist es richtig cool. Ja, ich werde mich gleich richtig fertig machen. Mit allem drum und dran. Meine Haare sehen komisch aus, aber da wir nachher baden gehen, ist es jetzt nicht so schlimm. Es ist so schlimm hier. Wir haben kein Internet und ich habe auch kein Netz und ich kann niemanden anrufen oder keine SMS schreiben. Und das ist so schrecklich. Gott. Aber naja, egal. Ja gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Entweder zeige ich euch noch, wie wir eine kleine Schneeballschlacht machen oder dann vor dem Inselparadies. Let's go! So, wir sind jetzt draußen. Hallo, guck mal, da ist Jimmy und da ist mein Klaus, aber der ist kaputt gegangen. Deswegen sieht er behindert aus. Aber naja, gut. Wollen wir nicht zu viel zeigen, sonst fühlt er sich beleidigt. Und es hat vorhin viel geschneit. Und schneit immer noch. Gut, auch mal aufhören, oder? Also bei uns zu Hause hat meine Oma gesagt, schneit es auch, aber nicht so viel, dass man jetzt so viel wegschippen müsste. Ja, ihr seht ja schon, immer noch viel. Also hier war vorhin sehr viel, wurde wieder weggeschippt vorhin. Ja, was ich richtig cool finde, ist diese Ferienwohnung. Die finde ich richtig hammer. Ganz ehrlich. Da oben kann man chillen. Ja, da kann man irgendwie, weiß ich nicht. Da kann man irgendwie schön frühstücken oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, na gut, im Winter ist es ein bisschen kalt. So, jetzt machen wir eine kurze Schneeballschlacht. Wartet. Nicht bei Jimmy. Gleich wieder. Wir werden jetzt noch ein bisschen Schneeballschlacht machen. Guten Tag. Und dann sehen wir uns wieder vor dem Inselparadies. Na komm. Ach nein! Haha, nicht getroffen. Dann sehen wir uns vor dem Inselparadies zu nehmen wieder. Ciao! Ich habe eigentlich gesagt, dass wir uns vor dem Schwimmbad wiedersehen. Aber wir sind jetzt hier nochmal in Zelin. Und hier ist ein Hotel nach dem anderen. Und wir haben Paulas Hotel gefunden. Paulas Villa. Guck. Villa Paula. Es ist so schön. Sie beschmeißt mich mit Schnee. Mama ist zu langsam. Cool, oder? Aber ich habe ja das Video gemacht. Ich sag nichts, also. Hey! Pass auf, jetzt kommt gleich die Seebrücke. Stellt euch mal vor, jetzt schwimmen gehen. Ein bisschen kalt, ne? Nur ein bisschen. Aber ja Gott, egal.
Inselparadies Celine. Und davor, ich glaube, man kann mich nicht sehen, und davor ist eine Eislauf-Schlittschuhbahn. Ja, oh, das ist der Eingang von dem Inselparadies Celine drüben. Da steht ein Typ. Ja. Oh, so sieht der Eingang erstmal aus. Das ist die Rutsche, das ist nicht gerade. Paradies drüben. Ja. Mal gucken, ob da überhaupt wer drin ist. Beziehungsweise wie viele da drin sind. Wir werden uns ja sehen. Und wir bleiben wahrscheinlich bis abends. Ja, ihr könnt hören, da hinten ist eine Schlittschuhbahn. Ja. Ach, guck mal, Mama, dein Freund. Wo bin ich? Was? Nein! Nimmt alles zu ernst. Ja, mal sehen. Mal gucken, wie das da drinnen aussieht. Ja gut, ich zeige euch das gleich, wie es drin aussieht. Hier raus. Also wir waren ja jetzt in diesem Inselparadies Wien. Also wir waren jetzt in dem Inselparadies drinnen 4,5 Stunden. Und ich kann euch sagen, es ist definitiv wert, mal hier hinzugehen. Auf schönes Licht. So sieht das da aus. Man kann auf jeden Fall das machen. Es ist super. Ihr habt es ja gesehen. Also es macht wirklich Spaß. Und das Problem ist, ich durfte leider nicht rutschen. Wie gesagt, ich habe hier Epilepsie und so. Blablabla. Und ja, das ist halt das Problem. Also, falls ihr Epileptiker seid, dürft ihr da nicht rutschen. Aber der Rest ist super, wirklich. Vor allen Dingen auch der Strudel und so. Es macht sehr Spaß und man kann auch rausschwimmen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Dreh ich nämlich sozusagen die Endszene und alles. Und hier ist noch Schlittschuhlaufen. Das würde ich so gerne machen. Mal sehen, ob wir das vielleicht machen werden morgen oder so. Das wäre richtig cool. Das wollte ich schon unbedingt, das wollte ich schon immer machen. Und ich finde es richtig cool. Ja, und fehlen wir mal noch ein bisschen shoppen. Ich habe einen neuen Gürtel bekommen und richtig coole Schuhe. Kann ich euch vielleicht mal zeigen. Mal sehen. Und ja, bis gleich. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe mir jetzt was Gemütlicheres angezogen, wie man das sehen kann. Einfach nur so einen schönen Pullover und meine Schlafhose. Ja, wir waren eben noch kurz im Netto, aber das war jetzt nicht so. Jetzt zeige ich euch noch meinen Gürtel und die coolen Schuhe. Okay, einmal die Gürtel, das ist so ein grauer, aber auch nicht gerade toll. Und diese Schuhe haben wir für mich gekauft. Ich finde die so cool und die sind auch super, super weich innen drin. Ja, so sehen die halt aus. Ja, das war der Haul. Ja gut, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auch bei meinen letzten Vlogs vorbei. Den letzten werde ich euch in der Infobox verlinken, also der von gestern. Und ja, vergesst nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Vlog wieder. Also bis morgen früh. Gute Nacht.